Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr hier hinter diesem Teleporter kommt ohne den Knife Lunge. Und alles, was ihr dafür braucht, ist das PhD Slider Perk mindestens auf Stufe 4, weil das gibt euch noch einen Boost beim Sliden und das ist sehr hilfreich. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Und zwar müsst ihr auf dem Video TikTok gegen diesen Teleporter sliden, so wie ich es tue. Und wenn ihr das dann richtig macht, dann fliegt ihr in die Luft und dort müsst ihr dann springen bzw. klettern spammen. Dann seid ihr hier auf dem Teleporter. Von hier aus müsst ihr hier drüber klettern und danach, wenn ihr hier drüber geklettert seid, lasst ihr euch einfach auf die andere Seite fallen und ihr seid wieder hinterm Teleporter, wo sich dann die Zombies vor euch versammeln. Ich werde euch jetzt nochmal ein paar Mal einblenden, wie man da hochkommt. Also ich ziele immer hier hin auf dieses kleine Telefon hier rechts und lauf aus dem Winkel so wie ich und slidet dann dagegen, Leute. Ihr braucht auch nicht so einen krassen Anlauf, so reicht. Und wenn ihr in die Luft fliegt, wie gesagt, klettern und dann hier drüber nochmal klettern und ihr seid dahinter. Und jetzt werden sich die Zombies alle hier vor euch versammeln und ihr könnt auf Highrounds gehen. Ich würde euch empfehlen, nehmt die Wunderwaffe hier mit, falls euch die Munition ausgehen sollte. Oder nehmt das Eselstritt-Perk, weil dann habt ihr die Wahrscheinlichkeit, dass die Zombies auch Munition droppen. Und ihr könnt die von hier aus aufheben. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.